Jo, hallo Leute, willkommen zum 10. Part Pokémon Sovereign of the Skies. Wir sind jetzt hier irgendwie am Anfang gelandet. Und das ist auch ein Gegner, das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt, glaube ich, vorhin, dass diese Leute, die hier rumlaufen, auch Gegner sind. Aber, jo, was soll man machen, ne? Oh, im letzten Part haben wir viel Stuss gelabert. Aber jetzt geht's weiter mit dem Stuss, ne? Der Stuss hört nie auf, der geht immer weiter. Hab zwischendrin so eine 5-Minuten-Pause gehabt für eine künstlerische Pause, damit ich hier ein bisschen Ablenkung habe und mich sammeln kann für diesen Part noch. Und dann denke ich mal, beende ich die Session. Und ich habe mir dann noch in dieser kleinen Pause habe ich mir den neuesten Part von Red Nose angeschaut, von Super Mario Galaxy. War sehr interessant, muss ich sagen. Also ich habe nicht fertig geschaut, habe erstmal angefangen zu schauen, werden später noch fertig gucken, aber sehr interessant gewesen. Hab den jetzt auch mal noch gefragt, wann er ein neues Projekt raushaut. Wäre richtig geil. Und er hat jetzt auch einen neuen Kanalbanner gemacht. Einen richtig coolen. Müsst ihr mal vorbeischauen. Also mit Donkey Kong Tropical Freeze. Aber er hat halt hingeschrieben: Let's Play Noser, Red Noser, Tropical Freeze. Also es sieht richtig geil aus. Müsst ihr mal echt mal vorbeischauen. Es ist ein Klick wert oder 5 Klicks oder 10 Klicks oder 100 Klicks. Also da schaut mal vorbei. Ist wirklich sehr cool gemacht. Meiner ist ja noch so ein bisschen, ja, so lala, finde ich irgendwie. Also mir gefällt er eigentlich schon, aber es könnte besser sein. Es könnte besser sein, ja. Vor allem vom Kontrast her, Lichtkontrast und so, aber es konnte sich besser machen irgendwie. Aber ich finde ihn eigentlich, mein Banner eigentlich okay. Gefällt mir insofern, aber seiner gefällt mir irgendwie mehr. Ist bunter, cooler irgendwie gemacht. Müsst ihr echt mal vorbeischauen. Ja, das läuft jetzt hier gerade eigentlich ziemlich gut. Aber wir müssen jetzt nachher mal endlich mal irgendwie wieder zurück ins Poké-Center oder so, weil ihr ahnt schon, es sieht irgendwie recht schlicht aus. Ich habe übrigens auch ein Gegengift, das kann ich eh mal verwenden, weil wenn ich jetzt dann gleich nach diesem Kampf. Aber es sieht jetzt schlecht aus. Wir müssen mal in den neuen Stand kommen, weil ich habe irgendwie die Peilung gerade verloren, wo man halt hingehen muss. Nicht so ganz gecheckt, die ganze Sache. Nicht so ganz gecheckt. Nicht durchgepeilt, ne? Nicht durchgepeilt. Wo muss man da eigentlich hin jetzt? Da vielleicht links. Vielleicht. Oh, fuck. Nee. Oh, Mann, ich hasse solche Kämpfe. Ich hoffe, es ist kein Nebulak. Ein Elekid. Boah, das wäre jetzt eigentlich mal geil gewesen. Wir könnten ja das Ziratus austauschen gegen ein Elekid. Dann hätten wir so. Ah, das ist eine geile Idee, weil ich finde eigentlich ein Elekid tausendmal besser. Ich glaube, das Elekid fangen wir ein. Doch, doch. Doch, doch, das muss sein. Ich glaube, dann haben wir auch ein geileres Teammate, weil dann können wir Ziratus in die Box verbannen. Ja, dann verbannen wir doch dieses Ziratus in seine Box. Ich würde mal sagen, wir machen nochmal einen Deckel und ja. Dann holen wir uns Elekid und ich glaube, das können wir dann entwickeln zu Elektro was? Nein, nein! Oh, zum Glück ist es. Pa nein, ich habe Tackle gemacht. Nein, ich habe es getötet. Nein. Okay, dann Planänderung. Wir machen das doch nicht. Vielleicht, wenn wir doch nochmal eins finden, dann machen wir es aber sonst nicht. Und hier ist eine Stadt, geil. Das wollte ich doch. Hinkentown ist das, genau, Hinkentown. Hier regnet es auch nicht mehr. Hier ist die nächste Arena. Und aber ich möchte doch ein Elekid. Das Elekid sah so geil aus. Mann, ich bin so doof. Steinigt mich. Mann. Ah. Ja, dann soll es das nicht sein. Das war Schicksal. Ceratus hat gesagt, nein. Elekid, komm nicht ins Team, ich möchte drin bleiben, ich will nicht in der Box vergammeln, ich will in diesem Let's Play hier skillen und Top 4 machen. Wobei, ich glaube, die Top 4 sind noch nicht mal freigeschaltet, wenn ich mich nicht irre. Jetzt gucken wir erstmal, was ist das für eine Arena? Oh nein, das ist die Kampfarena da, ne? Kann das sein? Oder es ist einfach das Prinzip dieser Kampfarena aus Smaragd. Geil. Wo bin ich jetzt hier runtergefallen? Toll. Oh, das ist irgendwie interesting. Interesting. Wenn man Blitz hätte, können wir das machen, aber ne. Das ist eine Geist-Arena, ja. Wie seit ich bin ich nicht drauf gekommen, aber habe ich irgendwas, das sehr effektiv ist gegen Geist? Ich glaube nicht. Ich habe keine Psycho-Attacken. Dann müssen wir halt mit hier Donnerschock und so agieren. Aber ne, das. Ich glaube, es ist jetzt schon. Wie, ich verstehe gar nicht, wieso die so starkes Level sind. Ich meine,
Ich habe ja eigentlich ziemlich jeden Trainer gemacht und auch, ja, wobei die Pokémon-Game habe ich fast nie gemacht. Ich glaube, ich muss wieder offscreen trainieren, Leute. Weil sonst klappt das nicht so irgendwie auf 28, 29 oder so, aber irgendwie sonst klappt das nicht. Ne, ne, ne. Naja, also sogar 30, ne? Das kackt mich schon jetzt an. Kackt mich schon jetzt an, muss ich ehrlich sagen. Aber ja. Mal gucken, wie es so läuft. Hä, jetzt bin ich da nochmal runtergefallen. Was, ich bin wieder beim Eingang. Was ist das für eine Scheiße? Der gibt uns, glaube ich, nochmal eine Tafel Wasser. Ja, genau. Die Tafel Wasser kann man gut gebrauchen. Die ist wirklich Gold wert, weil die halt schon ziemlich viel und. Oh, jetzt. Ah, da fällt man überall. Ja, toll. Wieder der falsche Weg. Ich glaube, hier gibt es irgendwie jeweils immer zwei Wege, wo man sich entscheidet. Und der eine ist halt falsch und dann fällt man runter. Ja. Das ist halt genau ein Weg schlussendlich oder zwei Wege richtig, wenn ich mich da nicht irre. Ja. Jetzt lasse ich mich aber nicht mehr verarschen von diesen, oh fuck. Ah Mann, das macht zu wenig Schaden. Nein. Oh Mann, oh Manometer. Manometer, das kann doch nicht wahr sein. Guck ich gerade auf mein Handy, da hat mir jemand auf WhatsApp, Hat mir noch WhatsApp geschrieben, ja, aber nichts Wichtiges. Das kann mir dann egal sein. Ah, genau, ich habe mir übrigens noch. Heute habe ich mir während der Arbeit oder über Mittag halt habe ich mir noch Trainingshandschuhe gekauft, weil ich habe vor allem beim Hanteltraining und Langhanteltraining gab es bei mir solche Hornhaut, kann man sagen, kurz, also dort wo der Finger anfängt, dort wo halt diese Knochen sind, diese, ja, einfach dort wo der Finger anfängt auf jeden Fall, bei der Handfläche noch bekomme ich auf der linken Seite irgendwie Hornhaut und das ist, weil halt das so komisch drückt auf die Hand und habe ich mir Handschuhe gekauft, die zeige ich euch, oder. Ja, die zeige ich euch vielleicht mal noch in einem Vlog, Vlog. Vielleicht habe ich die schon gezeigt, aber auf jeden Fall sind die jetzt ziemlich awesome. Passen mir auch gut. Und natürlich die Handschuhe, wo die Finger frei sind. Und einfach vor allem die Handfläche. Das ist für die halt für eben für die Hand, für Handflächenschutz, ne? Dass man da halt besser trainieren kann. Das ist cool. Super cool. Was ist auf 3 reduziert? Jetzt die AP oder was? Das wird mich irgendwie ankacken. Ja, aber unser Ceratus ist eigentlich versetzt diesen Geist-Pokémon derbe Schaden. Ah. Naja. Oh yeah. Ich glaube, wir wechseln nachher mal zu Anna. Weil Anna muss hier auch mal ein bisschen Levels abgainen. Abgainen. Übrigens, der Hintergrund ist auch wieder geil. Da hat es viele Nebulax im Hintergrund. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Aufgefallen, Nebulak, ja, Nebulax, ja, heißen diese doch, die heißen doch so. Mir wurde auch schon oft noch gesagt, dass ich, also ich, klar, ich bin der Schweizer, ich habe manchmal ist so, bei ein paar Wörtern ist da Dialekt drin, aber ich habe gehört von Leuten, die mir auch gesagt haben, dass ich noch sehr gut Hochdeutsch spreche, also mit wenig Dialekt und das freut mich natürlich, ne, das freut mich, das freut mich. Kann auf Schweizerdeutsch. Nee, also das war jetzt kein Schweizerdeutsch, das war so ein Fake-Schweizerdeutsch, was ich immer so höre bei anderen Let's Playern, deutschen Let's Playern. Weil, ja. Naja, ist halt so. Dann Windhose, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob das Schaden macht. Zombie, es war doch, glaube ich, auch eins dieser Pokémon, das in der dritten Gen keine Schwächen hatte, wenn ich mich nicht irre. So ähnlich wie Krippuk, aber das ist jetzt durch den Feentyp hat sich da einiges geändert. Der Feentyp versohlt Ärsche. Bam, bam, bam. Vor allem auch die von den Drachen-Pokémon, ja. Ich hoffe jetzt, das macht viel Schaden, das wäre sonst lästig. Das ist übrigens jetzt ein anderer Hintergrund als vorher. Weil da vorhin war ja im Hintergrund zwei Nebulax. Und es ist nur noch eins da. Okay, ich glaube da sogar im Spiel selber nochmal ein paar mehr Hintergründe. Ja, Trank, toll. Geh mir am Arsch vorbei. Und wofür steht das Ass-Trainer? Ist das eine Abkürzung oder ist da einfach mit Ass gemeint halt, ja, das Ass? Also wie? Gut. Das frage ich mich auch, weil ich habe die Erinnerung gehabt, dass es für eine Abkürzung ist, aber ich bin mir nicht ganz so sicher oder nicht mehr ganz sicher. Könnt mich ja aufklären, wenn ihr es wisst. Aber auch nur dann und keinen Stuss erzählen, ne? Jo, 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 jo. Ich will eigentlich immer noch wissen, wenn meine Anna zu einem Pupita wird. Denn es wäre eigentlich mal recht cool. Dann könnte ich mal endlich
bisschen mehr Stats gainen und dann auch ein Despot. Ich glaube, Despot, da kommt er erst mit Level 50 oder 40 oder so. Und das dauert noch. Doch, das heißt Nebulak eben. Ich wusste auch, dass es Nebulak heißt. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt was anderes gedacht habe. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich glaube, man muss sich jetzt ja merken, wo der Weg eigentlich durchgeht. Ich glaube, es war rechts, rechts, rechts. Wenn ich mich nicht irre. Weil ich muss jetzt dann gleich ins Poké-Center noch gehen. Das hauen wir, glaube ich, mal in den Part rein. Oh. Oh, Yuki hat hier auch einen geilen Vorteil. Nee, das ist der gleiche in der Runde einfach. Ah, jetzt sehe ich es einfach, weil der Lebensbalken vom Gegner da war. Halt, man halt das nicht mehr so richtig gesehen. Dann gehen wir halt kurz raus. Du. Und ich frage mich endlich, wann wir das Fahrrad bekommen. Meine andere Frage ist noch, das Wort Velo. V-E-L-O. Verwendet ihr das auch für Fahrrad? Also bei uns in der Schweiz ist das ja auch das gleiche Wort, ein Synonym. Aber ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch verwendet wird. Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Und ich sage ja immer Velo. Velo. Aber es hört sich auch sonst, wie ich schon sage, total falsch an, das Hochdeutsch. Also ich glaube mal, ihr sagt das eher nicht so oder eher selten. Ja, ich habe schon geheilt. Auf jeden Fall würde mich das interessieren. Klärt mich da auf. Ich bin offen für alles, ne? Ja, hört sich irgendwie doof an, aber ja, ist so. Irgendwie hat diese Stadt viele Bäume. Aber irgendwie gefällt mir das auch. Ich hoffe irgendwie, es hat noch so ähnlich sowas wie Baumhausen City, weil Baumhausen City fand ich immer so richtig geil. Also richtig awesome. Baumhausen City hat mir irgendwie am besten gefallen. Und ich hoffe, das gibt's auch hier. Also so was ähnliches wie Baumhausen City halt, ne? Da müssen wir auf die andere Seite, weil ich möchte eigentlich alle Trainer besiegen. Und halt hier ein bisschen EP abgreifen. Da müssen wir weniger Offscreen machen, Offscreen Training. Ja, das läuft eigentlich im Moment ziemlich gut. Du. Es sind sogar drei Apollo, Nebulax. Jetzt sehe ich es gerade noch rechts unten. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das ist cool, muss ich sagen. Das ist echt cool. Steinnagel, Biss, vielleicht macht Unlicht mehr. Oh mein Gott, Unlicht, sehr effektiv. Ich bin noch dumm. Ich bin dumm. Ich sehe schon jetzt, dass irgendwie ganz viele Leute jetzt schon in die Kommentare posten werden. Du Vollhonk bist sehr effektiv gegen Geister-Pokémon. Blablabla. Ja. Ja, ich habe Tomaten auf den Augen. 5 Tomaten und 2 Gurken. Ne, 3 Gurken und ein paar Kirschen. Ja, keine Ahnung. Schon ein paar Gemüse, Obstsalate oder Früchte sagen. Keine Ahnung wieso. Oder Ananas auf den Augen habe ich hier. Ananas. Oh, ja. Oh, das ging ja schnell. Der hat ja nur ein Pokémon gehabt. Toll. Freut mich. Jetzt muss ich zweimal rechts und dann einmal links. Geh immer links. Hey, sind wir schon bei der Arena-Leiterin, ne? Oh, Mann. Ah, man kann ja immer falsch gehen. Es ist so 50-50 Murphys Gesetz. Man geht immer falsch. Aber es kommt eh nicht drauf an. Ich wäre eh trotzdem hier gegangen, aber irgendwie. Ja. Ja, versteht vielleicht. Jo, das ändert sich jetzt natürlich die Situation mit unserem Biss hier. Sind wir natürlich overpowered. Können wir diese Geister-Pokémon schnell erledigen. Wobei Anna halt schon viel frisst. Aber halt auch schön deftig austeilt. One-Hit-Kills. Dafür jetzt auch immer ein Level-Up gained. Gained, ne? Ja, mal ich mit meinen Anglizismen, ne? Ja, bin ich nicht awesome? Bin ich nicht awesome? Nehmen wir hier mal Kreideschrei weg. Bin ich nie awesome? Ja. Oh Gott, Leute. Ich sehe schon, der Part ist jetzt dann schon 13 Minuten lang. Aber ja, da hauen wir noch 3-4 Minuten drauf. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich schon beende, oder? Nee. Da geht noch weiter. Ich habe übrigens jetzt durch diesen Zettel, habe ich ja mal in einem Let's Play gesagt. Ich glaube auch in einem dieser Pokémon-Parts habe ich. Oder in einem Diddy Kong Racing-Part habe ich mir jetzt den Zettel wegen Tastatur und Headset hingepflanscht und. Meine Tastatur ist jetzt schön außer Reichweite meiner Hände und des Controllers und schön. Mein Headset ist schön richtig geordnet, so wie es sein sollte. Und jetzt kann auch nicht mehr sowas wie ein Standbild passieren vom Spiel oder so. Denn ich bin awesome. Ja, durch diesen Zettel. Ja. Habe ich das gelernt. Habe ich gelernt in der Schule mit Zettel. Ja. Jetzt müssen wir rechts, rechts, links, rechts, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, dann gibt es aber nochmal eins und dann erst kommt der Arena-Leiter. Denke ich jetzt mal. Oder? Hä? Lol. Alter?
Ich glaube, das ist falsch. Nee, das ist richtig. Hä? Alter. Nein! Oh Mann! Ich check das nicht. Okay, dann hauen wir halt noch den Kampf rein. Oh, das ist so ein richtig krasses Labyrinth, merke ich gerade. Oh mein Gott. Und ohne Blitz, ne? Ey, das ist so sackig. Es sackt so. Und der Typ, wieso hat der einen Wingull? Das hat das mit einem Geist-Pokémon zu tun, ne? Dafür haben wir ja unser Ceratus. Das macht jetzt vierfach Schaden. Das soll ein One-Hit-Kill sein. Da kann mich mal dieses Wingull. Wingull. Sag mal Wingull? Wingull oder Wing. Doch, Wingull, glaube ich. Wingull. So sagen die das doch im Anime. Wingull, Wingull, ja. Oh, ich fühle mich jetzt hier gerade so wie ein Vollhonk in meinem Zimmer, aber. Ja. Die Tür ist zum Glück zu, aber man hört eigentlich so ziemlich alles durch die Tür, weil es ist so eine alte Holztür aus einer Altbauwohnung, die nicht wirklich dämpft. Nein, tut sie nicht. Nein. Auch die Wände nicht. Nein, die sind richtig hammermäßig dünn. Also die Innenwände. Außenwände natürlich dicker, aber Innenwände, nein, die sind hammermäßig dünn. Da hört man einfach komplett alles. Es ist wie wenn man so ein Blatt Papier neben sein Ohr tut. Und dann halt etwas, jemandem etwas reinflüstert. Ja, so etwa wird das abgeblockt, ne? Ich vergleiche ein Papier mit einer Wand. Bin ich gut, ne? Gott, Gott, Gott. Bitte bis, komm, One-Hit-Kill, komm. No, fuck. Na komm, wir müssen jetzt Glück haben, dass unsere Anna hier nicht verreckt. Ja, verwirrt, und jetzt Selbstschaden und tot. Oh, ja, ist klar, ist klar. Hast gelitten, Anna ist tot. Toll. Jo, dann würde ich sagen, wir machen das noch mit Yuki zu Ende. Ich beende den Part und ich würde dann auch offscreen wieder ins Pokécenter gehen. Bringt euch ja nichts, wenn ich euch das zeige. Aber ja, so weit, so gut eigentlich. Oh, Level 27. 77 KP. Yeah. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Poké-Geld. Poké-Dollar. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part genau an dieser Stelle vor der Arena. Und bis dahin, tschö Leute und bleibt fit.